Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß noch gar nicht, ob das ein Video überhaupt wird. Die Post war da. Da kommt jetzt etwas, was ich mir in die Küche bestellt habe. Und ich glaube, Küchengeräte habe ich bis jetzt noch keine vorgestellt. Und ich denke, aufnehmen wir das oder so, weil vielleicht ist irgendein Defekt im Gerät, was ich mir bestellt habe. Also so eine kleine Schachtel, so eine riesige Umverpackung. Weiß nicht, ob man das braucht hat. Aber egal. Ich habe mir nämlich eine Kaffeemaschine bestellt. Und wie man sieht an dem Aufkleber, da haben wir, wo war es jetzt, auch ein Warehouse-Deal von Amazon. Kaffeemaschine, weiß jetzt nicht, ob man da ein Warehouse-Deal unbedingt bestellen sollte, ist doch ein Hygieneartikel. Aber ich habe mir halt gedacht, da kann ich 100 Euro sparen. Und das probierst du einfach mal aus. Wenn es nichts ist, kannst du immer noch zurückschicken. Und wenn es doch gut ist, 100 Euro spart. So, jetzt kriege ich das aus dem Sack da raus. Und ich würde sagen, die Kaffeemaschine sieht meiner Meinung nach unbenutzt aus, aber die riecht auf jeden Fall nach Kaffee. Also wird da tatsächlich schon mal Kaffee durchgelaufen sein. So, das ist eine Philips Kaffeemaschine. Die hat normalerweise, aber was ich gesehen habe, gibt es da eine, die hat schon Filter hier drin. Der Filter, der fällt hier. Und kann man die wohl mit als auch ohne Filter betreiben. Und dann hier hast du ein kleines Touch-Display, was mir echt richtig gut gefällt. Dann das ganze Ding komplett immer rausnehmen. Hier sammelt sich dann der gemahlene Kaffee. Dann kann man auch hier nachher zugleich das Wasser rausleeren, was sich da über die Zeit ansammelt. Also ich würde sagen, die Kaffeemaschine macht so optisch auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck. Dann war es das aber auch, denke ich mal, schon mit dem Video, weil mehr Zeuge kann ich euch jetzt nicht. Ich kann jetzt keinen Kaffee machen, aber wenn da eurerseits Interesse besteht, mehr zu erfahren, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich dazu vielleicht ein ausführlicheres Video machen. Also, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!